rutsche. Damit ich nun stabil bleibe, nehme ich meine Arme weit auseinander und lege die Hände auf den Boden. Dadurch bin ich umso stabiler, wenn er rauskommen möchte. Bei dem Rucksack hake ich wie immer beide Füße ein und greife nun nicht mit beiden Händen unter den Armen, sondern nur mit einer Hand unter den Arm und mit der anderen Hand oben an seinem Hals entlang und führe die Hände zusammen. Dies ist wie ein Anschnallgurt beim Auto. Deswegen heißt dieser Griff auch Seatbelt Grip. Hier bleibe ich nun eng, wie beim normalen Rucksack, und Toni versucht herauszukommen.